So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Letztes Mal mal mit der Winterwelt hier angefangen und sind jetzt weiter in lustigen Schneewelten unterwegs. Halt, hier geht's erstmal nach links weiter. Das ist rechts, aber es ist die richtige Richtung, die ich gegangen bin. Und wir sind beim 87. Level. Ein Platz besser als Twakes. Ich werde wieder Vergleiche anstellen. Nein, ich sollte es lassen. Ich wollte mit Bonjour Hallo sagen. Ah, Bonjour. Und das Level ist auch in Französisch, auch lustig. Habe ich wohl vergessen. Der Levelname. Ja. Wie ist er nochmal? Weiß ich nicht mehr. Wir werden es gleich wieder rausfinden, wenn ich entweder gestorben bin oder ich es geschafft habe. Ah, du machst jetzt mal einen Abflug. So. Okay. Ich wollte schon sagen, hey, wo geht's da hin? Aber ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Ach! Ja, nee, aber ist eigentlich an sich okay. Das Level! Mein Spielstil ist es nur nicht. Oh, was machst du denn da unten? Du bist irgendwie... nicht da, wo du sein solltest, glaube ich. Ja, okay, er ist aber noch... Ja. Ich bin so interessiert, ob der da gedacht sein soll oder ob der irgendwie abgerutscht. Aber da kann er eigentlich... Da bist... Wenn man Spike Tops und diese Fuzzies und Sparkies an der Decke setzt, dann folgen denen keiner Wand. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Das heißt, das hat er dann aber trotzdem so hingenommen, als er das selber gespielt hat und sich gedacht hat, okay, der passt da unten schon. Wahrscheinlich. Warum ist da eine extra Münze? Aha. Erwischt. Mhm. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Cooper weg... Ja, super. Okay, dann machen wir halt einen Shell-Jump. Ist auch in Ordnung. Oder auch nicht. Das reicht nicht. Okay, dann muss ich halt nochmal rüber. So, und jetzt ist der Cooper auch wieder da. Gut. Habe ich den gekillt? Ich glaube, du hast den gekillt. Warum ist da unten jetzt ein Cooper? Oder Spawning-Probleme. Probleme. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter rüber. Vielleicht darf ich die Shell nicht mitnehmen. Aber wie hast du... Ich glaube, ich hatte die Shell von dem in der Hand. Kann das sein? Ja, als du auf dem Springboard gelandet bist, wahrscheinlich. Leute, sind einfach... Oh, ich habe die zwei Yoshi-Coins noch vergessen. Ach, egal. Okay. Nee, ja. Ich glaube, er hatte keinen Bock mehr. Ja. An sich hat mir das Level, was da war, hat mir gefallen. Es war halt ein bisschen schnell zu Ende. Oh well. Es gibt halt für Mühe gibt es halt leider keine Punkte, weil das ist halt auch wieder das, wenn ich jetzt das sehe, so hat keine Lust mehr, baut nicht mehr weiter, setzt die zwei Yoshi-Coins einfach ans Ende. Und dann die wunderschöne, riesige Dekoration und allen. Ja. Ich weiß nicht, es ist so unverhältnismäßig. Naja. Mir wurde jetzt ja schon oft erklärt, woran es liegt und so weiter. Ich verstehe die Begründung auch. Alles gut, aber die Verhältnismäßigkeit verstehe ich nicht. Na! Wie hast du das jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. Okay, das funktioniert auch scheinbar. Dieses Level heißt Vanilla Valley von... Rila Room. Hey, kann man Pilze zum Springen bringen, wenn man eine Shell an ihrer Nähe kaputt macht? Nee, ich glaube, es ist, weil die Shell den Block... Ja, den Block wahrscheinlich berührt an die... Ja, das wahrscheinlich eher. Ja. Es sah schon interessant aus. Das Level ist ganz chillig. Ja, das sieht ganz nett aus. Ich bin nur allgemein einfach kein Schnee-Level, Winter-Level-Fan. Aber gut, das ist... Kein Schnee-Enjoyer? Na, Schnee-Enjoyer schon, aber nicht in irgendwelchen Leveln, weil immer rutschig. Alles ist rutschig. Mag die Steuerung nicht, wenn es rutschig ist. Yeah, genau deswegen! So. Müssen wir mal so viel mehr aufpassen als sonst. Okay. Nein, geh weg mit deiner blöden Kugel. Aua! Okay, da kann ich doch safe rein. Da komme ich doch safe raus.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich finde es immer interessant, wenn man nicht auf die Physik achtet. So, wir sind links rein, wir gehen rechts raus. Okay, es ist tatsächlich die rechte Röhre. Dann ist die linke komplett nur Deko gewesen. Na gut, meinetwegen. Ah, dann haben wir auch die Yoshi-Coins vollständig. Aua. Finde ich gut. Cool. Mond gab's auch nicht. Fertig. Ja, schönes Vanilla-Level. Bis auf, dass es Schnee ist. Aber schönes Vanilla. Ein ganzer Hexo wäre auch schön. Ah, nee, muss nicht. Also nicht alles Schnee. Nicht. Aber ich mag das, wie du halt einfach auch immer thematisch, wo es möglich war, so ein bisschen die Oberwelt verändert hast nach dem Level. Das ist, hat schon was. Temple of Fischgott. Sah, da ist auch gerade der Fischgott hochgesprungen. Ja. Keine Yoshi-Coins, einfach nur durch. Das mag ich. Oh, es rutscht nicht. Das mag ich noch mehr. Der Fischgott hat mich erhört. Das wird wieder einer... So ein Level. So ein Level. Okay. So, bisher mag ich's. Komm mit, Kollege. Okay. Ich den? Ja, sehr gut. Komm mit, Kollege. Jawohl. Ja, ist in Ordnung. Ja, komm, dann können wir jetzt auch so weiter. Jetzt wird's interessant. Ja, jetzt wird's interessant. Wir gehen so weiter. So langsam werden mit Waypoint ganz nett. Bin jetzt nämlich schon ziemlich weit ohne gekommen. Okay, sehr gut. Das dürfte jetzt der Waypoint sein. Schade. Ah doch, da war er. Hab ihn gehört. Mhm. Sehr schön. Mit so einem Level meinte ich Kaizo / Jump Team inspiriert. Oder oben sterbe ich. Ja. Dann sollte ich nicht da hochfahren. Aber bisher gefällt mir das sehr gut. Oh, wir starten wo ganz woanders, okay. Ja, ich darf auch wieder groß werden. Das ist doch schon mal freundlich. Ich gehe nicht da oben rein. Ja, das war nicht so gut. Okay, verstanden. Das will ich jetzt erstmal ein bisschen ohne probieren, weil das gefällt mir. Da habe ich jetzt den Drang, es nicht sofort zerstören mit irgendwelchen States oder sowas. Genau, du musst es richtig spielen, nicht falsch spielen. Nee, wieso? Mist. Ja, ist ein bisschen knifflig. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, was ich allerdings gleich machen werde, ist, ich werde einen State setzen, wenn ich da durch die Röhre durchgehe. So. Das ist immer mein Let's Play Safe State. Zeit sparen. So. Was ist das denn? Ah, okay. Urchins. Ah, oh, Hilfe? Ah, ich muss, hätte ich hier, ich muss, okay, na, okay, passt schon. Du kannst eigentlich dich gleich mal verabschieden, mein Freund. Den Pilz nehme ich gerne mit, schade. Ich nehme den Pilz wohl doch nicht mit. Wo war jetzt mein Laden? Hier, okay. Nee, aber das ist schön gebaut alles, mag ich. Auch designtechnisch finde ich das alles sehr nett. Hat was. So, jetzt weiß ich auch, was ich hier zu tun habe. Ja, super. Pilz. Warten. Oh nee, schlechte Idee. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Kann ich mit dem noch weiterkommen? Irgendwie? So ein bisschen? Nee. Okay, schade.
Und noch habe ich das Gefühl, ich könnte es schaffen. Mal gucken. Oh, diesmal vielleicht auch einfach nicht den Pilz verlieren. Oh, ich bin zu langsam. Üh, oh nee, passt sogar. Nice. Nein. Ja, egal. Lieber so, als dass ich sterbe. So, jetzt hier drauf, dann hier drauf. Oh, shit. Okay, Hilfe. Oh Gott, ja. Was kommt jetzt noch alles? Ich weiß es nicht. Okay, ich kann zumindest gucken. Aber das ist ja eigentlich einfach nur ein normaler Sprung darüber. Juh, okay. Ach so, okay. Keine Gefahr. Ja, nee, danke. Ja, nice. Gut. Nee, das war schön. Das war wirklich schön. Das hätte, also, das hätte ich mir jetzt auch locker in den Top 10 vorstellen können, aber scheinbar gab es noch bessere. Würde mich jetzt interessieren, was Ihnen daran jetzt wieder nicht gefallen hat. Weil ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was ich hier dran auszusetzen hätte. Ich fand es echt schön. Würde mich auch interessieren. Aber naja, irgendwo muss man ja dann Abstriche machen. So, letztes Level in der Schneewelt. Reach for the Summit. So schnell schon. Es gibt Yoshi-Coins. Nee, es gibt keine und es gibt einen Mond. 15. geworden von Walking Places. Oh, das sieht jetzt schon einfach schön aus. Das muss man schon wieder... Also dafür, dass das halt mit Vanilla erstellt... Das ist halt jetzt wieder sowas, wo ich... Wenn ich das so sehen würde, würde ich niemals denken, das ist mit Vanilla gemacht worden. Dieser ganze... Nee, das sieht echt schön aus. Hat so eine richtig schöne Atmosphäre. In der Tat. Weißt du, auf was das Level anspielt? Wie meinst du? Spielt es auf ein bestimmtes Spiel an oder wie? Ja. Frozen Summit. Ich meine, es könnte dann was in Richtung Celeste sein. Oder genau. Dieses. Okay. Ja, okay. Jetzt sieht man's. Mit dem Abschnitt, mit dem Teil hier sieht man's, weil das ist ja dieses Zeug. Hast du das gespielt? Nee, aber ich habe ein bisschen was davon gesehen. Also ich habe sogar relativ viel davon gesehen. Aber noch nicht selber gespielt. Das ist auch was ich irgendwann mal machen möchte. Nur ich weiß eigentlich auch, dass es also echt schwierig wird. Gerade wenn du diese ganzen B-Seiten und alles spielen willst. Uiuiui. Ich glaube, so weit sollte ich gar nicht runter. Hast du gewusst, dass der Ersteller, Erstellerin, weiß ich nicht. Erstellerin ist es meiner Meinung nach. Bitte? Ja, Non-Binary gibt es, glaube ich, im Deutschen nicht. So, ach so, ja, ja, das weiß ich. Hat mal ein Head gemacht. Ja. Hm? Das ist richtig. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich den nur gesehen habe, oder habe ich den selber mal gespielt? Ich weiß es gar nicht. Super Mario World Remix heißt der, glaube ich. Nee, das habe ich nicht gespielt. Aber doch, ich habe mitbekommen, dass einer gemacht wurde, ja. Ach, das tut weh. Ups. Ich hab das Rote gar nicht. Ah, ja, jetzt verstehe. Ja, jetzt erkenne ich auch. Oh mein Gott, das sind ja die Hausgrafiken. Also, es sind nicht die Hausgrafiken, aber es wirkt wie die Hausgrafiken. Das ist ja sick. Komme ich dann diese Yoshi-Coin daran? Das ist keine Yoshi-Coin, es gibt ja keine. Ach, das ist eine Lampe. Stimmt, es gibt. Oh mein Gott. Ja, lol, ja, da guck mal, da ist noch eine Yoshi-Coin. Ja, ist doof. Richtig doof. Okay. Ja, aber wow! Also, das ist alles in Vanilla erstellt. Das ist jetzt schon wieder echt beeindruckend. Okay. Kann verstehen, dass zum Beispiel dieses Level hier deutlich weiter vorne ist als das, was wir gerade gespielt haben. Nicht, weil das von gerade schlecht ist, aber weil das halt nochmal deutlich mehr bietet.
So, sowas kann ich dann schon nachvollziehen, klar. Da muss man nicht mal was dran auszusetzen haben an dem anderen, aber das hier hat halt einfach mehr Punkte verdient. So, das verstehe ich auch noch. Ja, das ist schon richtig krass. Da musst du jetzt sicherlich auch erstmal rumtüfteln, bis du das alles so hinbekommst, dass es wirklich wie Celeste wirkt. Ach Mensch. Mhm. Crazy. Ich empfehle dir jetzt zu sterben. Kannst du jetzt leider nicht schalten. Schade. Wegen der Zeit oder was? Mond. Ach, habe ich ihn verpasst oder was? Hättest den sowieso verpasst, weil du musst, wenn du den, ich drück mich voll blöd aus. Jo, wie geht das denn in Vanilla hier gerade, dieser ganze Effekt und alles? Das ist ja sick. Das hab Das hab ich ja noch nie gesehen. Das muss... Ich weiß natürlich, wie es funktioniert, aber ja. Ja, also ich meine, was wir sehen, ist praktisch der Hintergrund, der halt durch diese Blöcke dargestellt wird, ne? Mhm. Und nur an der Stelle sieht man halt den durch und deswegen wirkt das... Das wirkt voll krass. Ich bin begeistert. It's time to wake up, the true summit awaits. Lol, und genau in dem Moment kommt hier mein Computerwecker, der sagt, you wake up in 9 hours. Super. Lol. Nice. Was ein Timing. Yo, jetzt kommt wahrscheinlich hier der Kaizo-Teil oder so. Ach du Schande. Wir haben noch eine Minute. Quatsch, eine Minute. Oh, das... Hä? Wie kann man denn... Das sieht halt wirklich aus wie Celeste, aber es sind die Vanillekrabben. Okay, ich bringe mich mal um. Die Stacheln sind vom Kugelfisch, glaube ich. Das ist so krass. Oh. Hä, wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Wait, hat das keinen Checkpoint? Doch. Ah lol, ich müsste jetzt aber das ganze Haus nochmal spielen. Ach nee, ach lol! Okay, ich sag's hier. Rewind und in den mal, Abschnitt, in den Abschnitten ist der Mond. Ja. Ja, jetzt verstehe ich das. Deshalb habe ich gesagt, du sollst nach dem Midway Point sterben. Das ist ja frech. Das heißt, wenn du gar nicht stirbst, bekommst du den Mond nicht. Hm. Okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Celeste-Reference ist, weil... Muss man da auch mal sterben für einen Bonus? Nach dem Checkpoint vielleicht. Weiß ich nicht. Ah, okay. Ah, jetzt können wir nochmal den coolen Effekt sehen. Yo, das ist ja richtig sick. Aber ich glaube, den anderen Teil muss ich dann mit Safe State spielen. Das hat mir doch gerade ziemlich schwer gewirkt. Oh, jetzt geht's direkt weiter. Schade, dann haben wir nicht mehr viel von dem Effekt. Okay. So, ich setze mal hier ein, dass ich hier mal wieder hinkomme. Ja, genau. Ach, das ist eine Seilbahn. Jetzt sehe ich das erst. Ja. Seilbahn, Gondel. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Wie soll ich... Ach so. Jo. Ey, das ist... Aber wenn Celeste so wäre... Dann... Aber Celeste ist halt schon nochmal deutlich schwieriger. Ich meine, ich habe schon viel davon gesehen. Also so ist nicht. Es gibt ja Celeste.smc. Glaube ich, so heißt der Hack. Stimmt. Es gibt auch ein... Ich meine, es gibt ja auch... Das habe ich bei HF gesehen. Die, überhaupt diese ganzen Celeste-Physiken wurden ja auch in SMW irgendwie importiert. Mhm, ja. Und so ein bisschen Celeste hatte ich auch in so einem I Wanna Be-Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber in irgendeinem war da auch Celeste mit eingebaut. Das war, ist natürlich nicht das Gleiche, aber die haben ja da auch immer recht gute Spiele-Parodien reingenommen. Oh, nice. Schön.
Ja, cool. Oh, das war jetzt wirklich wenn eine gute Kurzform von Celeste im Prinzip. Einmal von ganz unten nach wenn ganz ich oben. Jemals ein, sorry, wenn ich jemals ein I Wanna Be The Guy Fangame erstelle, musst du es spielen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich noch... Also, so wie ich auch kein Kaizo mehr eigentlich spielen will, weiß ich nicht, ob ich auch noch sowas nochmal spielen will. Es ist schon immer, ja, ist auch einfach, schon immer sehr nervenaufreibend, diese Spiele gewesen. Aber ja, grundsätzlich, I Wanna Be Fangames sind schon auch eine coole Sache, keine Frage. Aber die Zeit, uff. So, Skyworld haben wir jetzt noch vor uns, dann haben wir noch die Fabrikwelt und dann haben wir noch die Feuer und dann haben wir noch die Abstrakt. Uiuiui, da kommt noch eine ganze Menge. Okay, Skyworld. So, gibt's da auch... Ah ja, da gibt's einen kompletten Rundkurs, sehr schön. Über den blauen Switch muss ich ja nicht mehr laufen, den hast du gebaut. Yep. Mushroom... Lange oder Lange oder Lange oder weiß ich nicht. Von Infinity lange 63. Pisse. Geworden. Doch, ziemlich Standard. Was heißt denn lange auf Deutsch? Lange, Also weiß Range ich, hätte ich verstanden, so Range oder sowas, aber Lange kenne ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Pfad oder Weg oder ich weiß es nicht. Sinngemäß vielleicht. Ach, verdammt. Oh, da ist eine Yoshi-Coin. Und da bin ich tot? Nein, bin ich nicht. Aha. Ja, relativ gewöhnliches Vanilla-Level. Aber nicht, kein schlechtes Design. Okay. Nicht okay. Yikes. Wie komme ich da runter? Wahrscheinlich einfach springen. Ja, okay. Einfach runter und wieder hoch. Stevie ist verschwunden. Der guckt wahrscheinlich lange nach. Ich weiß es nicht. Ich schaue gar nichts nach, ich schaue nur zu. Ah, okay. Weil... Es gibt nichts über dieses Level zu sagen. Ja, richtig. Also das trifft es ziemlich gut. Ja, na moin. Jetzt gibt es noch mehr zu sagen über das Level. Keine Ahnung, wo die Münze... Vielleicht... Ah, wir gehen nochmal durch. Immer... Gut möglich, dass ich sie gleich am Anfang verpasst habe. Okay. Ich hatte jetzt nicht Ich hatte nicht den Eindruck, dass hier viel versteckt sein wird. Deswegen glaube ich, dass ich es einfach verpasst habe. Außer, das ist jetzt gerade die super special Yoshi-Coin, die niemand erwartet irgendwo. Warte, war da unten was? Nee. Der spielt mit sich selbst. Werde dich finden, Yoshi-Coin. Und wenn es das Letzte ist, was du tust? Ja, auch dann. Da unten war die erste damals. Okay, dann ist das, bleibt es aber auch die erste. Na gut. Und das war die zweite, weiß ich gar nicht mehr. Ha, vielleicht doch eine Röhre betretbar? Muss ich jetzt doch mal eine Röhre ausprobieren. Jam! Cool. Natürlich. Okay, na gut, na gut. Einen Secret Room eingebaut. Gibt gleich ein Sternchen. So. Okay. Cloudy Lake. Von Debug 001, 98. geworden. Oha. Avoid anything orange. Die Röhre ist orange, also...
Aber falsch. Ja. Und die sind nicht orange und die muss ich trotzdem avoiden. Was will mir die Messagebox erzählen? Ah ja, okay. Die Blöcke sind fast orange. Ja. Naja. Ist der Pfahl, tut der Pfahl auch weh? Das muss ich jetzt wieder testen, weil der Pfahl müsste eigentlich nach der Logik auch wehtun. Okay. Ach, der Pfahl, ach so, ich dachte. Weiß ich nicht, was ich gemeint habe. Ja, ich habe nur einen Pfahl jetzt gesehen. Okay, der darf jetzt nicht wehtun. Okay, gut, 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 gut. Das ist zumindest konsistent. So. Ich finde, die Musik passt gut. Die Blume ist orange. Ja. Wow. Richtig. Ich glaube, das ist Metroid-Musik. Ist es. Metroid Prime, glaube ich. Irgendein ja. Prime. Ja. Prime war so eine gute... Ich hoffe so, dass Prime 4 erstens irgendwann kommt und zweitens gut wird. Aber wenn sie es... Wenn sie es vor 4 Jahren announced. Das ist schon so ewig lang in meiner Amazon, in meiner Bestellung drin, in meiner Vorbestellung. Weil die es damals schon reingesetzt haben und es kommt einfach und kommt einfach und kommt einfach nicht. Aber wenn sie sich damit genauso viel Mühe geben wie mit Metroid 5, dann wird es großartig. Also, hab ich auch noch nie gespielt. Dread war unfassbar gut. Haben sie richtig schön gemacht. Man kann zwar gerade viel gegen Nintendo sagen, aber Metroid haben sie gut gemacht. So. Ach, jetzt. Ja. Wollte die Musik versuchen rauszufinden, aber nee, keine Ahnung. Let's add something new. You can swim inside the blue clouds. Don't ask me why, you just can. The Creator. Okay, Creator. Die Musik ist aus Earthbound. Ah. Ja, Moment, jetzt kann ich da drauf laufen, oder was? Ach nee, jetzt muss ich da also praktisch einfach schnell drüber, oder wie? Oha. Mhm. Okay. Damage Boost. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kritikpunkt war. Wenn man da klein hinkommt, hat man verschissen. Ja, es ist einfach nicht so spektakulär. Achso, du kannst nicht klein hinkommen, weil du kriegst ein Item direkt davor platziert. Ja, okay. Ja. Da war von. Ah, nice! Sehr gut. Wir haben alles nur noch schaffen. Muss ich aber jetzt wieder sagen, verglichen mit allen Leveln, die schlechter, besser als dieses gerankt waren, war das hier schon in vielen Punkten besser irgendwie. Ich fand das gar nicht so schlecht. Also wenn ich da jetzt wieder überlege, was alles so zwischen 90 und 80 war an komischen Leveln, ist das hier eigentlich nicht so schlecht gewesen. Aus einfach meiner persönlichen Sichtweise. So. Klug hat 85. Platz erreicht und ist Cloudcracker, hat Cloudcracker Ruins gebaut. Ja. Alles klar, Klug. Ich glaube, es soll Klug heißen und nicht Klug. Das mag sein. Aber der Deutsche liest hier Klug. K-L-U-K. So, wie man das so schön kennt. Oha, ich kann auf den Säulen stehen. Okay. War das ein Insider? Ja. K-L-U-K. Simpsons? So, ich hab die ewig nicht mehr geschaut. Das ist von einer der früheren Folgen. Da sagt Homer irgendwann, ich bin klug. K-L-U-K. Okay. Also das müsstest du hoffentlich, ich hoffe doch, dass es davon noch Videos auf YouTube gibt. Das müsste man eigentlich sofort finden. Das ist so ein ganz typischer Simpsons Insider. Dann interessiert es mich, was er im Englischen gesagt hat. Gute Frage. I am smart, S-M-A-R-D vielleicht? Ich weiß es nicht. Würde aber zumindest funktionieren.
Ah ja, hier war der Bug mit der Rope. Aber die Rope ist jetzt nicht lang. Die ist kurz. Was für ein Bug? Habe ich dir in einer der ersten Parts erzählt. Bei den langen Ropes konntest du dich bei der unteren Hälfte nicht festhalten. Ach ja, ja, richtig. Das war der Bug. Wie das niemandem aufgefallen ist, ist beyond me. Das... Das da oben sieht ja super weird aus. Das ist ganz selten, dass der Hub verschwindet. Sorry, falls ich den Nerd raushängen lasse, aber das Level benutzt einen Layer 3 Hintergrund und... Ich darf nicht festhalten, ich bin doof. Es benutzt einen Layer 3 Hintergrund. Und wenn du den Layer 3 ganz nach hinten setzt, dann ist die Haupt auch ganz im Hintergrund. Ja, aber ich meine, das macht man sehr selten, ne? Weil sonst sieht man eigentlich sehr selten, dass sowas passiert. Gibt mittlerweile ein Fix. Ja. Okay, das war die vierte Yoshi-Coin. Ich freue mich auf die fünfte. So, jetzt Danke. Kommt dieser lustige Raum. Yay! It's in a game. Ach nee, doch nicht. Schade. EA Inc. stand da einfach nur. Da hätte eigentlich was stehen sollen. Keine Ahnung, was da steht. Aber weil er die Münzen als Extended Objects gesetzt hat, verschwinden die dann im nächsten. Ach so, Raum. Sollte mehr stehen als das, was da stand? Keine Ahnung, was da stehen sollte. Ich dachte jetzt, weil EA und... Ach so, ich kann auch nicht stimmt, hier fehlt irgendwie was. Ja. Und dann Ink dachte ich das so genau, als... Ah. Ja, das genau die Strategie, die deiner Stelle im Hide-and-Seek-Level gemacht hat, damit du den Mond kriegst. Ah, okay. Wenn du die Münzen nicht einsammelst. Ah, lol. So. Ja, gut. Ach, ja. Ich kann da gar nicht rüber... Ach, ich kann gar nicht im Kreis laufen. Okay, das geht gar nicht darüber. Doch, kannst du? Wieso? Nee, ich habe nicht gesehen, dass das ein Stern, das ist ja ein Port zurück. Ach so. Ich dachte, man läuft, kann so das Level ablaufen. Aber das war Quatsch. Also hier rüber ist keine Verbindung. Das hatte ich erst gedacht. Das ist ein kleiner Kreis, den ich laufen kann. Dann muss ich aber trotzdem wieder ein bisschen zurücklaufen. Okay. Grandma... Okay, wir gehen ins Oma-Paradies. Windfisch hat ein Oma-Paradies gebaut und ist damit 33. geworden. Jetzt schauen wir mal, was für die Omas so ein Paradies ist. Auf jeden Fall ein Level mit VVVVV-Musik. Ja, das verstehe ich vollkommen. Das wäre für mich auch ein Paradies. Als Oma. Ich verstehe jetzt schon nicht den Levelnamen, aber es macht nichts. Ich habe den erstmal auch nicht verstanden. Vielleicht kommt's noch. Jetzt verstehe ich ihn. Okay. Ich bin gespannt, ob ich noch dahinter komme. Mal sehen. Zumindest glaube ich, dass es das bedeutet, was ich denke. Okay, wir können dann ja gleich schauen, wenn wir durch sind. Das hat nicht funktioniert. Aber die VVV-Musik ist... Ach, es ist so geil. So ein gutes Spiel auch wieder. Also nie gespielt. Ich kenn nur die 1000 Variationen aus den I Wanna Be The Guy Fangames. Sehr gut. Aber VVV ist jetzt anders als Celeste-Spiel. Das kannst du wirklich mal eben schnell spielen, weil das ist halt echt nicht lang. Das ist echt nicht lang und du enjoyst einfach jede Sekunde. Also das würde ich jedem empfehlen. Es geht auch nicht lange. Das hat man relativ schnell durch, auch wenn man es noch nicht so richtig kennt. Vor allem jetzt, wenn man nicht gleich 100% anpeilt, sondern einfach nur durchspielen will. Das würde ich echt empfehlen. Das ist so gut. Oh mein Gott. Spiel VVV, ich habe es noch nie gespielt. Genau.
Du auch. Eines Tages vielleicht. So, ach Mist. Aber die beste Musik ist die positiv, wie heißt die wieder? Oh scheiße, ich hab den Namen vergessen. Oh mein Gott. Ich hab den Namen vergessen, aber es ist egal. Irgendwas mit positiv. In der ersten Version von diesem Hack war dieser Raum nicht rutschig. Oh. Und das hat funktioniert? Ja. Das war aber nicht so gedacht, weil wenn es rutschig ist, ist es viel einfacher. Ja, genau. Ich dachte, das wäre irgendein Fehler. Aber nee. Es sollte rutschig sein. Ah, okay. Wieso war es dann nicht rutschig? Was ist da passiert, dass es nicht? Eben, ich habe gedacht, das war ein Fehler. Ach so! Du hast den Rutscheffekt rausgenommen. Ja. Okay, wie bist du drauf gekommen, dass es so sein soll? Hat denn der Level-Ersteller das gemerkt und gesagt, hallo? Ich weiß nicht, also der Mario Sprite im Lunar Magic hatte diesen Stern, das indiziert, dass es rutschig ist. Da dachte ich, es wäre ein Fehler. Okay. So. Warum heißt es jetzt Oma-Paradies? Weil man direkt wieder rauslaufen kann. Nee, keine Ahnung. Wieso kann ich direkt wieder rauslaufen? Vielleicht, weil, seine Oma nicht mehr bei uns ist und im Himmel ist. Ist das bei Windfisch so, okay? Das weiß ich jetzt nicht bei ihm, aber jetzt, Okay. Bei ihm weiß ich das nicht. Dann hat er es vielleicht seiner Oma gewidmet. Das könnte durchaus sein, ja. Das wäre dann sogar ein sehr schöner Gedanke dahinter. Ja. Oh, das mag ich auch, wenn man diese Elemente so benutzt, dass das wie so kleine so Tempel wirkt. Ist das ja doch das Design mal. Ach, jetzt scrollt es. Die Geisterhausgrafiken sind echt schön. Gerade wollte ich das Level loben, jetzt scrollt er. Völlig grundlos scrollt er jetzt. Und auch noch so langsam. So wirkt das Level viel länger. Weil es sonst. Ich hoffe so, dass wir hier keine Yoshi-Coins haben. Und wenn wir welche haben und ich welche verpasse, ist es mir egal. Im Scrolling-Level renne ich nicht zweimal durch. Keine Lust. Es gibt keinen Grund, dass es hier scrollt. Das ist so schönes Level-Design. Lass es mich doch einfach durchlaufen. Es gibt doch wirklich keinen Grund, dass es jetzt scrollt. Es gibt ja gutes und schlechtes Scrolling. Jetzt ist wieder normal. So, jetzt darf ich auch wieder schönes Level-Design ablaufen. Das habe ich gerade wieder nicht verstanden. Ach nee, kommt der nächste Scrolling-Part, wetten? Ja. Ja, natürlich. Da würde mich jetzt direkt wieder interessieren, ob sie das in der Bewertung geschrieben haben, dass das Scrolling unnütz ist. Also es ist wirklich unnütz. Ansonsten ist es echt ein schönes Level. Ja gut. Ja, dann halt nicht. Dann halt kein Pilz für mich. Oh, oh. Gefährlich. Und weiter. Da unten springt ein Ninchi da auch. Na gut. Sorry, falls das laut war. Nee. Was war? Handy ist mir aus den Händen gefallen. Oh, das hat eher sehr sanft geklungen. Weiche Landung. Ja, so ungefähr tatsächlich. Richtig, wenn etwas fällt. Aber da siehst du, wie langweilig das Level ist, nämlich. Dir fällt einfach das Handy aus der Hand. Das sagt wieder alles aus.
Ja, es ist ein Level. Das ist so ein Abschnitt, da würde ich sofort, als wenn ich ein bisschen müde jetzt wäre, wäre ich sofort weg. Also, der hat es so schön gebaut. Wozu Scrolling? Es ergibt keinen Sinn. Okay, aber wir sind am Ende des Parts. Ich habe genug geschimpft. Nächstes Mal gibt es dann Turim Kaelo von Stevie. Ja, Moment, das sollten wir vielleicht dann... Oder ist es lang? Ja. Also... Jein. Besser, es geht, glaube ich. Besser für 9 Part oder passt das jetzt noch rein? Wir sind bei 40 Minuten. Vielleicht einen kleinen Cliffhanger. Okay, gut, du kannst es entscheiden, es ist dein Level. Gut. Okay. Das kenne ich dann wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Nee, kennst du nicht. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Tschüss.